Guten Abend und herzlich willkommen zu meinem Stream zu Diablo 4. Diesmal im Early Access. Ganz, ganz herzlichen Dank an Activision Blizzard für die nette Unterstützung. Und zwar zeige ich euch jetzt hier eben halt euch so ein bisschen. Ja, da komme ich gleich noch zu dem kleinen Hall. Und zwar zeige ich euch hier halt eben halt die Inhalte von der Ultimate Edition. Das Ganze halte ich euch dann auch spoilerfrei. Das heißt, ich werde so ein bisschen Nebenmission machen. Wie ihr sehen könnt, habe ich ja auch schon einen Charakter hier stehen. Und ich bin heute nicht alleine. Deswegen ist nämlich auch dieses leichte Tonversetzgedönsi nämlich da. Und zwar ist nämlich mein Frauchen, die Bea Rules, nämlich auch mit dabei. Hello und herzlich willkommen. Hallo. Jo, ja, und zwar ziehe ich die nämlich jetzt einfach mal so laufenderweise mit hier rein, damit ihr auch ein bisschen den Online-Koop dann auch mal sehen könnt. Und ja, jetzt werde ich auch gar nicht mehr groß rumquaken, sondern hüpfe einfach mal direkt ins Game. Ja, und wie gesagt, hello, schön, dass du da bist. Und hüpfe jetzt direkt mal ins Game. Wie gesagt, ich werde das versuchen, relativ spoilerfrei zu halten. Werde ein bisschen Nebenmissionen machen und so. Aber dass man eben halt wirklich mal eben so ein bisschen Eindruck vom Game dann halt hat, jetzt hier im Early Access. Offizieller Release ist ja am 6. Deswegen, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Activision bzw. Activision Blizzard für die nette Unterstützung. So, da bin ich nämlich jetzt dann hier auch schon mal auf der Map. Wie gesagt, bitte über die Rückkopplung, leichte Rückkopplung nicht wundern, weil das so ein bisschen über BS Headset auch so ein bisschen mit rübergeht. So, dann werde ich sie jetzt mal eben kurz einladen. Dann könnt ihr nämlich auch schon mal sehen, wie das Ganze hier vom System funktioniert. Und zwar kann man sich hier halt auch wieder einen Clan und so weiter anlegen. Ganze Menüführung ist ganz anders als in Diablo 3 tatsächlich. So, da habe ich hier meinen Clan. Da hole ich die Gude mal eben rein. Ich wollte jetzt gerade jetzt eigentlich nicht hier... Ach, guck mal hier, verbannen geht auch. Der Blick gerade. Wunderschön. So, jetzt warte ich nur darauf, dass sie beitritt. Jetzt muss sie das Ganze nur eben einmal annehmen. Und da spawnt sie auch schon. Das geht also wirklich ratzfatz. Mal gucken, wo ist sie? Wo ist sie? Wir haben so viele Leute hier. So, man hat jetzt auch tatsächlich hier jetzt auch neuerdings jetzt auch wirklich Emotes. Das heißt, man kann... Ist auch Robby, sei nicht böse. Doch, das ist mein Beruf. nein, das wollte ich nicht. So, und zwar hier einmal... Grüße. Hallo. So, und da haben wir sie. Da ist sie. Hallo. Hallo. So, und dann haben wir hier nämlich auch schon was Niceiges aus der Ultimate Edition. Das darf ich euch nicht vorenthalten. Oh, 10, Junge. Das ist so cool. Ich mag das. So, ja, wie gesagt, die liebe Bea rennt dann jetzt einfach so ein bisschen hinter mir her und tut Dinge aus Gründen. Oh, guck mal, ich kann mich zu dir hin teleportieren. Voll gut. Kann ich ganze 3 Meter portieren. Voll geil. Nein, aber das Ding ist, das ganze System ist richtig, richtig schön geworden, ja. Also, ich kann auch wirklich nur empfehlen, zieht euch auf jeden Fall auch mal so diese Details rein. Das ist echt krass. Also, wenn man guckt zum Beispiel jetzt beim Charakter, wie eben halt dann jetzt gerade so der Matsch an den Füßen aufspritzt und so. Mein Junge, ich glaube, dass er besessen ist. Sorgt euch da haben wir noch eine Mission. Ah, gut. Was geht hier ihr vor? Seht fähig aus. Ich könnte 2 zusätzliche Hände brauchen, um den Dämon auszutreiben, der in den Sohn dieses Mannes gefahren ist. Wir treffen uns dort im Keller. Und macht euch darauf gefasst, ein Wunder zu bezeugen. Gerade draußen warten. Ich gucke auch mal eben kurz nach. Das leuchtet da und ich sehe da jetzt auch gerade einen von meinen Skellies. Ich glaube, seht ihr das? Ich glaube, da ist ein Schild mit einem Bild von Beas Charakter und da steht, glaube ich, dran, wir müssen leider draußen bleiben. Sag mal, nicht so frech hier, ne? Fresh ist mein zweiter Name, weißt du doch. Hier unten ist es kälter als da draußen. Ein deutliches so, da muss ich jetzt tatsächlich eben kurz hier allein rein. Ich denke mal, dass das von der lieben Bea das Level halt noch nicht hoch genug ist. So, einmal interagieren. Was verlangt ihr von mir? Nehmt meinen Kelch und Level 1 und vor dem Jungen. Ich muss in meinem Gebetsbuch nach den richtigen Passagen suchen.
Okay, so, ich muss mal gerade für mich im Audio gerade die Bären ein kleines bisschen leiser stellen. Die ist nämlich ein bisschen sehr prägnant laut bei mir gerade. So. So, nochmal da reinhüpfen. So, wie gesagt, ich habe dann eben halt, Bär, hau ihn. So, ich spiele jetzt hier eben halt den Necromancer, also den Totenbeschwörer, den fand ich eben halt auch im Vorgänger schon am geilsten. Und wie ihr seht, so ein bisschen Zeug habe ich schon um mich rumwuseln. Ich habe noch kein Golem. Aber das macht richtig Spaß, auch der Skillbaum ist richtig cool. Das zeige ich euch dann gleich, wenn ich hier jetzt entsprechend mit der Mission hier fertig bin. So, ich muss jetzt also hier den Kelch platzieren. Jetzt geht's hier richtig ab. Schwester. Ich weiß, dass es die gängige Methode der Kathedrale ist, die besessene Person zu verbrennen. Manche Geistliche können recht verbissen sein, wenn sie die Schriften befolgen. Hier wird das nicht passieren. Och, dem Licht sei Dank. Beginnt mit dem Exorzismus. Vater Inarius. Reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Lasst das Licht die Dunkelheit. Erbärmlich. Das Kind gehört mir. Gütige Engel, mein Sohn! Lasst das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in diesem Kind verbirgt. Vater, treibt diesen Dämon aus. Euer Gewimmer hat hier keine Wirkung. Oha. Niemals. Ich lasse niemals los. Seine Seele gehört mir. Vater, beschützt dieses Kind mit eurer Gnade. Ich befehle euch, aus diesem Körper zu entfliehen. Nein! Der erste Kollege. Ich werde eure Knochen zerschmettern. Tötet ihn schnell, bevor er einen anderen Wirt findet. Es ist vollbracht. Warte, mein Junge, kannst du mich hören? Bitte, sag etwas. Der Kollege kommt jetzt nicht so viel ab. Vater? Wo bin ich? Mein Junge, Vater, dir geht es gut. Ich danke euch, Schwester. Sehr gerne. Ich bin sicher, dass ich euch bei der nächsten Messe sehe, oder, Petra? In der ersten Reihe? Natürlich, Schwester. Selbstverständlich. Geben wir ihn einen Moment. Sprecht draußen mit mir. Ja, dann wollen wir erstmal eben einmal wieder rauswuseln. Schwester Octavia hat ja jetzt gerade mal eben kurz seinen Exorzismus klar gemacht. So, dann mal gucken, was sie zu erzählen hat oder ob ich jetzt meine Goodies bekomme. Das war interessant. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr seid besser für solche Arbeit geeignet, als ihr denkt. In Kyovashat gibt es noch viele Menschen, die mich brauchen. Falls ihr Zeit habt, würde ich eure Unterstützung begrüßen. Da bin ich wieder. Aber zu ist so ein bisschen Rückkopplung drin. Ne? Kann ich mich nur für entschuldigen. Nicht daran, weil das da irgendwie bei meinem Frauchen ab so ein kleines bisschen am Haken ist. Im Audio. So, jetzt ist. Mach's aus. So, da hakt es ein bisschen. So, ich hoffe, jetzt klappt's besser. War gerade ein kurzer Hall drin. Ich bitte das eben zu entschuldigen. So, jetzt habe ich also von Schwester Octavia gerade so ein bisschen Goodies bekommen.
So, da habe ich jetzt eine Kräutertruhe. Wir sehen auch das Menü hier komplett anders als in Teil 3. Das werde ich euch nämlich jetzt entsprechend auch nochmal eben zeigen. Okay, noch gar keinen Teil gespielt, okay. Ja, das ist also wie gesagt komplett hier top-down. Das Ding ist eben halt, das Ganze ist eben halt ein Hack-and-Slay-Spiel. Das heißt, man rennt hier durch die Gegend und matscht alles weg, was sich bewegt. Teil 3 war dann eben halt um einiges bunter. Teil 2 war sehr düster gewesen. Das hier orientiert sich eben halt wieder mehr an den zweiten Teil. Dann haben wir eben halt, ich sag mal, für diejenigen, die eben halt Diablo eben halt den Vorgänger kennen. Ich zeige euch mal eben kurz die neuen Menüs und den neuen Skillbaum. Und zwar hat man hier eben halt das normale Menü, wo man seine Ausrüstung hat, die man eben halt zusammensammelt. Hier verkauft Gegenstände, hier kann man eben halt Questgegenstände reinpacken und hier eben halt Aspekte, bei denen habe ich mich auch noch nicht so ganz reingebufft. Dann hier das Buch der Toten, das ist eben halt jetzt eine Nekro-Geschichte von meiner Charakterklasse, wo man eben halt festlegen kann, was für eine Art von Toten man eben halt mit sich rumschnurrt. Und hier haben wir den neuen Skillbaum. Hier kann man sich eben halt im Gegensatz zu Diablo 3 nämlich richtig schön durch die Gegend skillen und alle möglichen Sachen hier wirklich beeinflussen. Man kann sich eben halt einen wahnsinnig individuellen Charakter machen. Das finde ich richtig cool, weil in Teil 3 hat man ja eben so ein paar einzelne Perks ja gehabt, die man vergeben konnte. Klar, natürlich hat man seinen Spaß damit gehabt, aber wenn man das eben halt mit dem System hier vergleicht, ist das doch schon eine ganz andere Hausnummer. So, dann hat man eben halt ein bisschen Quality of Life Geschichten. Hier ist eben halt jetzt die Karte, auf der man seine Spots setzen kann. So, man sieht, die ist riesig. Also ich glaube, hier wird mit Sicherheit auch noch einiges mehr kommen. Dann hat man hier eben halt entsprechend hier so Sammlungen. Man kann eben halt in seinem Realm, also auf seinem Server, auf dem man ist, nämlich eben halt auch Aufgaben erfüllen und für die man Boni bekommt. Das ist auch eine sehr coole Sache. Hier natürlich deine Freunde, den Clan eben halt. Hier gibt es halt den Ingame-Shop, bei dem ich aber sagen muss, wo, da vor lassen sich die Skins die Schätze der fürstlich bezahlen. Also hier zum Beispiel 2800 von diesen Ingame-Münzen, von diesem Platin, das sind umgerechnet tatsächlich 28 Euro. Das ist natürlich schon eine Ansage. Aber dafür keine Pay-to-Win-Elemente. Bisher habe ich da nichts entdeckt und Pass scheint tatsächlich noch nicht aktiv zu sein. Also zu dem kann ich erst wirklich was sagen, wenn das Ganze Spiel jetzt dann eben halt, ich sag mal, im Standard-Release ist, was ja jetzt in 4 Tagen ja jetzt erst der Fall ist. Und das ist erstmal so das Allernötigste. So, ich wusel mal direkt weiter. Und meine Gute sagt hier überhaupt nichts. Du bist nicht zu hören. Du bist nicht zu hören. Ich glaube, du hast dich gemutet. Ich hab gesagt, ich bin woanders gerade, weil du ja in dieser Mission warst. Ah. Zum Leveln, damit ich auch Missionen mit dir machen kann. Aha. Ist aber auch nur eine Nebenquest. Okay. So, ich guck doch mal, was ich hier gerade noch machen kann, weil ich habe tatsächlich jetzt gerade nur eine Hauptquest hier jetzt nur noch offen. Das heißt, ich werde mich jetzt hier mal auf der Karte mal umsehen, ob ich hier noch eine hübsche kleine Nebenquest finde. Ansonsten muss ich tatsächlich mal eine Story-Quest mal machen. Da ist aber ein Dungeon. Da habe ich Bock drauf. Dungeon klingt immer gut. So, dann gucken wir mal. War ich da schon mal? Die Lichtwacht, ja, die habe ich schon mal gemacht. Die habe ich... Da gibt's was zu holen. Okay, das ist für einen Barbar. Da kann ich für einen Barbar was kriegen. Was haben wir hier? Hier ist was für einen Druiden. Dann in diesem Dungeon hier. Nur für Jäger. Den hier habe ich schon gemacht. Nur Druide. Aspekt des Beschützers für... Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich einer für mich sein. Nur Baba. Wir spielen jetzt auf der Xbox Series X und der Series S. Also ihr seht jetzt meinen Stream von der Series X. So, dann mache ich mal hier mein Flatschen drauf und dann reise ich mal einmal hier nach Nevesk weiter. So, und ihr werdet selber auch merken, also das Ganze ist eben halt jetzt bei den aktuellen Konsolen mit den SSDs natürlich schön schnell. Das Ganze ist ja auch serversibilisiert. Zack. Ja, war schon da. Boah, da ist doch schon ein Kollege, der ist schon was höher als ich. Dann sage ich mal eben Moin. So. So.
Und das ist natürlich auch wirklich schön gemacht, jetzt auch eben halt mit den Questmarkern, die man sich selber setzen kann. So großer Unterschied ist, es ist kein reines Singleplayer-Spiel mehr. Man kann zwar alleine die Kampagne und so weiter spielen, aber man hat eine Shared-Roll. Das heißt, man stellt auch andere Leute. Das ist immer online angeboten. Was aber kein Nachteil ist. Und zwar hat man hier auch ständig irgendwelche Events, die hier abgehen. Da muss man immer halt so ein bisschen die Augen offen halten, was so auf der Karte abgeht. Oben hat man ja, rechts hat man ja diese Minikarte, auf der man eben halt dann auch so Kringel sehen kann, die dann eben halt in Gold zum Beispiel sind. Da hat man dann eben halt World Events. So, und das Dungeon-Büchchen möchte ich nicht mehr weiter. Ich hoffe, dass Lupia jetzt auch gleich mal zu mir rüberkommt. Das haben wir ja nämlich zusammen. Ach, da ist er! Was sagen Sie denn doch da? Ist er. Ja, ja. Ja, bei dem ganzen Grusel von meinen Viechern hier, weißt du, sieht man dann eben halt einen anderen Charakter, der hier da geht. So, da vorne ist ein Mini-Dungeon, das kann man. Und ich sehe gerade, hier ist ein World-Event hinter mir. Hier sind nämlich roten Punkte. Ich bin auch nicht bereit. So, unten kannst du ja die Leiste sehen. Der rote Bubble ist die Lebensenergie, der blaue ist eben mal Magie-Essenz. Und dann darunter kann man eben halt sehen, wie die Tasten belegt sind. Tatsächlich viel, viel Quality of Life. Man kann alles frei belegen, wie man möchte. Das heißt also, man kann auch zum Beispiel, damals musste man ja immer eben halt Tasten entsprechend eben halt, zum Beispiel auf dem PC, alle mal klicken wie ein Blöder, man kann jetzt einfach die Taste festhalten und der macht Attacken. Und man kann wirklich komplett frei belegen, das haben die sehr, sehr schön gemacht. Ach, jetzt bist du schon reingegangen? Ich wollte eigentlich ins World Event. Naja. Oh, warte, ich geh wieder raus, ich hab mich selber vertan gerade. Ja, dann gehe ich auch wieder raus. Warte, wir gehen zurück. Oh, gehen wir wieder raus. Nur wie gesagt, Ladezeiten. Ultrafix. Dann ist das Wolkenwand weg. Nein! Link, was seid ihr für welche? Ich hätte euch meine Kollegen auch mal. Yay! Levelaufstieg. Genau, auch da eben zur Info, ich habe jetzt Level 21 erreicht, 100 Level gibt es und dann gibt es dann obendrauf dann eben halt noch die sogenannten Paragon-Level, das gab es in den Vorgängern auch schon, da kann man dann eben halt auch noch einzelne Skill-Geschichten auch nochmal einzeln nochmal wieder upgraden, mit prozentualen Boni, die man dann eben halt kriegt und so. Jetzt hoffe ich drauf, jetzt will das World Event natürlich nicht wiederkommen, dann machen wir das. Ja, auch wenn es irgendwelche Fragen gibt oder sowas, gerne raushauen. Oh, World Event ist wieder da. Tatsächlich dafür, dass es auch wirklich rein auf dem PC kam, spielt es sich auf dem Controller auch wirklich hervorragend. Das doch nicht. So. Nein, nein, dieses ist ja Multi. So, dann wollen wir gucken. Also, wir haben belagerte Karawane. Oha. Das sind halt so zufällige Events. Hier kann jetzt auch jederzeit ein anderer Spieler dazukommen. Das wollte ich hier erstmal alle beschützen. Die Animation sind halt. Wenn ich hier zum Beispiel sieht man da unterm Wagen da eingefahren runter. Da kommt. Nee, hat nicht. Aber ich möchte jetzt noch rein und das Ganze hier beschützen. Das Geile ist halt hier einfach auch die Wüste, die Lage. Das ist wirklich sein, weil wir leveln und immer wieder bessere Rüstung kriegen. Das waren drei Mal. Ich finde, das ist hier noch ausgeprägt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, echt mehr Spaß. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie zu der hier weit mehr war. Sehr witzig. Spreng ich mal ein bisschen. Vielleicht.
euch hätte ich das nicht geschafft. Kannst du loot ist gut. So, nochmal eben kurz mal gucken, was ich so im Inventar bekommen hab. Noch mehr Loot. Was? Doppelt. Gut. Oh, Schwert. So. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn bekommen? Okay. Müll. Diamant kann man gebrauchen. Müll. Auch wenn es Gold ist. Na? Dann will ich jetzt nicht sockeln. Auch 20 weniger, schade. Nichts Gutes dabei, leider. Naja, immerhin waren Diamants dabei. Der ist schon mal gut. Aber es gibt natürlich alles wieder EPs. Und ich muss mal eben kurz einmal skillen hier. So. Mal gucken. Also, ich hatte nämlich jetzt entsprechend als letztes eben halt meine Nekros ein bisschen hochgepusht. Ich denke, ich werde mir meinen Speer mal einmal hochdrücken. So. Und zwar ist der nämlich im Prinzip so als starke Fähigkeit eben halt ganz cool. Verbraucht zwar ordentlich, aber macht auch gut Schaden. Wo haben wir ihn denn da? Der Knochenspeer. So, mal kurz gucken. Da ist verbesserter. Das ist das mit den drei Splittern. Das habe ich ja schon reingenommen. Paranormal. Oha. Okay. Kritische Trefferchance ist um 5% erhöht. Wenn das primäre Portier von Knochenspeer einen kritischen Treffer erzielt, feuert es bei seiner Zerstörung 2 zusätzliche Splitter ab. Boah. Aber ich glaube, ich mache ihn jetzt erstmal einfach nur mal stärker. So. Jetzt habe ich ihn mal eben einmal stärker gemacht. So, man muss sich eben halt durch den Skillbaum auch weiter vorarbeiten. Das heißt, man sieht ja hier diesen roten Pfad. So, und da kann man eben halt nach und nach immer weiter aufschließen. Da kriegt man eben halt immer wieder weitere neue Skillgebiete, indem man dann entsprechend eben halt verschiedene Zauber und was nicht alles sich dann freischalten kann. So, und dann würde ich sagen, dann puzzeln wir mal ins Dungeon. Das war ein kleines. Aber, ja, jetzt halt es ohne Ende, weil Bea nämlich gerade meinte, jetzt ihren Controller zu laden. Ja, total. Mega Timing. Oh, wer ist das denn? Jo, jetzt warte ich darauf, dass... Ja, jetzt ist hier alles am Hallen. Jo, jetzt warte ich eben darauf, dass ich hier in das kleine Dungeon kommt. Jetzt ist der Hall auch weg. Naja, ein bisschen ist immer noch da. Sag mal so zur Kontrolle mal kurz was. Hast du dich gemutet? Oh, warte ich mal drauf, dass er hier anhuselt. Da ist er. Aber hier dann ab und zu ein bisschen Hall haben wir, aber ist jetzt nicht mehr so extrem zum Glück. Jo. So, zur Not haben wir auch noch ein paar Batterien. So, dann mal gucken, ob das was Cooles hier drin ist. Als nächstes würde ich, glaube ich, mal den Kacheln fallen. Vom Lesen gerade. Noch schwer. Das ging aber jetzt flott. Das war jetzt so wirklich eine kleine Pinnihöhle. Oh, Gold. Und Ressourcen. Was hast du bekommen? Bogen, aber der war nicht. Okay, schade. Hast du denn vorhin was Cooles gekriegt beim World-Event oder war auch nur Gold? Ich hole mal kurz Batterien. So,
So, ich gehe aber schon mal eben halt Richtung, weiter in Richtung von dem anderen Dungeon. Das ist ja das Schöne, Bea kann mir entsprechend mit Portal dann eben halt auch gleich hinterher hüpfen. Oh, ha. Oh, ich bin erstmal richtig voll am Eiskamin. Und wie gesagt, also ich habe jetzt halt auch schon öfter mitbekommen, dass viele eben halt Angst haben, dass es hier in die Richtung so ein bisschen wie bei Diablo Immortal in Richtung Pay-to-Win geht. Aber man muss eben halt wirklich erstens mal ganz klar dazu sagen, es ist nun mal einfach eben halt ein Vollpreisspiel. Ich glaube, ich würde nicht keinen Gefallen tun mit der Community und der Base, wenn die jetzt entsprechend anfangen würden, P2W zu machen. Zum anderen sehe ich hier aber auch wirklich gar keine Einflüsse irgendwie so in der Richtung, dass man sagt, man muss jetzt dringend Geld ausgeben für dies oder jenes, sondern es ist wirklich alles rein kosmetisch. Und ich finde, das kann ja letztendlich jeder für sich selber entscheiden, wie man da eben halt Bock drauf hat. So, wie es eben halt mit den Pässen aussieht, das zeige ich euch dann sehr, sehr gerne dann nächste Woche. Da wird man da natürlich mehr wissen. Da jetzt eben halt in dieser Edition, mit der ich hier gerade spiele, eben halt den Pass inkludiert habe, wo dann auch irgendwie ein beschleunigter Stufenaufstieg oder sowas drin ist, kann ich da natürlich erstmal so ein bisschen reingucken. Zum anderen aber auch, dann kann man eben halt schauen, okay, wie ist dieses Passsystem aufgebaut? Ist es eben halt wie bei anderen MMORPGs, wo es dann verschiedene Pässe gibt, also sprich Pay- und Free-Passes und was spielt man darin frei und so weiter und so fort. Aber dazu dann eben halt nächste Woche mehr. Das ist eben halt hier eben halt noch Early Access. So, da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt hier eben halt ein großes Dungeon hier. Und ich spekuliere jetzt mal drauf, dass ich vielleicht was Geiles für mein Nico kriege. Weil es steht tatsächlich immer beim Dungeon dabei, was man bekommt. Für welchen Charakter. Schick. Okay, dämonische Frontsoldaten. 2 Stück gibt es hier. Die Ausleuchtung ist einfach geil. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, aber das sieht schon echt geil aus. Vor allem, wie gesagt, also in Filmsequenzen oder sowas sucht das auch selber komplett geil. Komplett nahtlos. Oha. Und je nachdem, wie weit wir heute Abend kommen, ich will vielleicht auch noch versuchen, dann die Golem-Quest zu machen. Das heißt also, es ist eben halt nochmal zu meiner Armee, die ich hier habe, meine Totenarmee, da gibt es eben halt auch einen Charakter oder beziehungsweise eine Figur, die nochmal ganz schon größer ist. So toll. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Achievement. Töte 666 Dämonengefallene oder Ziegenmenschen. Sehr schön. So, ich bin halt so jemand, nicht wundern, dass ich hier viel in Zickzack hin und her renne. Bin riesiger Fan davon, solche Dungeons auch wirklich komplett zu erforschen. So, hier kann man auch jederzeit eben halt auf die Karte zugreifen. Ja, man kann hier halt alles möglich machen. Ja, guck mal auf bald. Ja, Bea, die ist ja sowieso so, die macht alles kaputt. Das hat, ist aber auch von meinen Zügen gekippt. Deswegen, das ist eigentlich auch okay für das absolut perfekte Spiel. Ganz zusammen spielen. Das Spiel ist perfekt damit. Ein Boss. Oh nein, ich hab den gleichen. Oh Gott. Schwer hier. Oha. Okay. Handschüchchen. Eure Fähigkeiten. Verkürzte Abklingszeit und Fertigkeiten verbrauchen keine Ressourcen. So schnell. Das ist natürlich. Ja. Ja, genau. Das ist jetzt geil. Das ist schön.
Ja, ne, ich sag mal so, gerade bei solchen Spielen ist das wirklich auch gut. Natürlich macht auch viel von so einem Game halt aus. Ne? Ich sag mal, klar, auch jetzt, ich sag mal, wenn man heutzutage auf die 3D gewöhnt ist und sowas, ne, ist es natürlich erstmal, ich sag mal, im Gegensatz zu anderen Games, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man eben diese strenge Top-Down-Ansicht hat, ne. Aber ganz ehrlich, ich find's eigentlich, ich find's geil, weil es auch technisch wirklich schön gemacht wurde. Wenn man auch bedenkt, wie lange das eben halt schon Tradition hat, ja. Schatz, ich streame. Du darfst mich jetzt nicht schlagen. Das ist nicht nett. Was? Oh, auf. Dann als. Oh, Bea, ich glaube, du hast eine Tür getötet. Wie das gerade aussah, wo du drauf geschossen hast. Weiß ich nicht. Warum kann ich eigentlich so viel ab? Ah, die haben skaliert. Oh, da ist was Gutes bei. Das war Gold. Wunderschön. Yay! Den kann ich dann schon wieder in den Müll drücken. Müll. 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 Und Müll. Aber wenigstens gute Handschuhe. Das ist schon mal was. Alles Müll. Nee, ich hab richtig gute Handschuhe dabei gehabt. Ich warte jetzt auch noch auf die legendären. Rasputins Muschifummler. Ich hoffe, die gibt's. Oh, da sitzt der nächste Boss. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Okay. Ja. Ich hab zwei Sprünge gekillt. Ja, wegen dem Blitz. Das ist gut, ich mag das. Die sind fast geflasht. Ja, ich könnte mir das auch durchaus vorstellen. Ne? Also wie gesagt, das Game ist auch echt geil. Ne? Also es macht richtig Laune. Und vor allen Dingen, das Ding ist, ich kann es jetzt auch schon mal gleich, also ich warne schon vor, es ist ein Zeitfresser. Weil es macht wirklich so viel Spaß, eben halt hier alles zu erkunden und zu leveln, zu looten. Das ist echt cool. Okay, bring die mechanische Kiste zurück zum Podest. Okay. Wird hier, aua. Was ist hier? Achso, ach, hier die Kugel zu fällen. Sarg des Totenbeschwörers. Was wie der Sarg bleibt beschlossen. So, ach, wir müssen. Ah! Oh. Ich bin noch nicht bereit. Boah, ich muss aber wissen gerade hier. So, okay, also irgendwas muss man hier machen. Warte mal, das, hier ist was so ein... Ich glaube, wir müssen so Dinger sammeln. Ein wichtiger Gegenstand fehlt, okay? Kugeln meine ich. So, ich guck mal hier. Hier ist doch noch so ein Raum. Was haben wir da denn? Oh. Tor des Lernens. Okay. Oh, oh, Moment. Okay, die flatschen hier. Also auf jeden Fall müssen wir da was draufpacken. Wir wollen es aber ganz schön wissen hier, Effert. Tap-Tags! Das
es hat schon ein bisschen höhere Schwierigkeitsgrad hier. Ja, Valhalla. Oh mein Gott. Also da habe ich auch, da habe ich Zeit drin gelassen. Wirklich komplett alles aufgelassen. Das heißt, oh. Was für eine Schutzkrieg. Da ist noch mal so ein weißer Flatschen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier, guck doch mal von Karte, sieht man das da so. Richtige. Ah, da. Ja, ja, da renne ich doch gerade hin. Da ist doch was. Mechanische Kiste. Geh doch oben. Zack. Hab sie in der Tasche. Hab die, glaube ich, in die linke Hosentasche gesteckt, weil in der rechten muss ja gleich anfangen. Was war das? Ein Gespenst. Ich wollte gerade gucken, was das ist und ballerst direkt. Was sind denn noch Lampen? Ja, sicher. Aber schon echt geil. Yay, Level Aufstieg. Oh, ich habe neue Skelettmagier auf Knochenbasis. Jetzt muss ich kurz mal eben bei mir ins Menü. Oh, Waffe? Da habe ich Bock drauf. Was ist das? Knochenmagier. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Reduziert die Lebenskostenangriffe eurer Knochenmagier von 15 auf 10%. Probier es mal aus. Mal gucken, wie die sich so machen. So, einen Levelaufstieg hatte ich ja auch. Dann werde ich nämlich tatsächlich mal das hier nehmen. Multiplikator auf dem Knochenspeer. Das Schöne ist, man kann auch mit wenig Kosten auch hier eben jeweils auch dann eben halt immer wieder umskillen. Das heißt also, man muss zwar ein bisschen Gold bezahlen, aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, jetzt haben wir einen Punkt vergeben, das gilt und man guckt dann doof in die Röhre, sondern man kann wirklich im Prinzip auch immer wieder umbauen hier beim Charakter und dann eben halt auch massiv natürlich auch experimentieren. Boah, das ist geil. Oha, oha. Wieder was Schönes. Wollen wir gucken, was haben wir denn da Schönes? Schrott. Oh, ich kann auch den Bock. Schrott. 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 Nochmal Schrott. Und wieder Schrott. Aber das ist alles Zeug, was auf die Ressourcen hier verlegen kann. So, die nächste Kiste musst du dir auf jeden Fall dann schnappen, weil ich habe ja schon eine auf dem Rücken. Was ist die überhaupt? Ja, gucken wir mal. Kann ja sein, auf einer ganz anderen Seite vielleicht. Gibt's auf der Karte gar nicht. So, hier kann man das halt sehen, wo man sich hier rumtreibt. Ja, mal kurz gucken.
Das sind ja alles jetzt Bereiche, die man schon besucht hatte. Aber zumindest kann ich jetzt eben halt schon mal die erste Box hier eben auf das klatschen. Oh. Ich mag leicht sprengen, das ist toll. Ja, ich hab kein Level aufgegeben. Ja, mach mal. Ganz in Ruhe. Ich setz schon mal die erste Kiste ein. Klack. So. Oh, ich sehe gerade sogar auf Dauer. Ich heile mich sogar selbst, sehe ich gerade. Ich dachte, du wolltest leveln. Ich höre da nämlich nur Kampfgeräusche. Ja, schon. Okay, dann lass uns mal nach unten lang gehen. Zwar hier auf der Karte ist ja noch genug zu tun. Alter, was ein Dungeon, ey. Schwede. Ich denke mal, unten wird's sein. Oh, wie gesagt, ich nehme jetzt erstmal alles an Loot mit. Man kann das alles eben halt noch immer noch beim Schmied zerlegen lassen. Tatsächlich verdient man so eigentlich genügend Geld. Bisher hatte ich jetzt ein bisschen mehr dafür, dass ich das verkaufen würde. Und zwar kann man auch Transmog benutzen. Und zwar kann man eben halt sein Aussehen auch eben halt an Sachen anpassen. Dafür muss man es aber auch vorher einmal zerlegt haben. Und natürlich gibt es eben halt Ressourcen. Wie ich gerade gesagt habe, am Anfang erstmal dann nicht bekannt war, als es einfach wirklich nur auf Kohle zu gehen. Oh, ich hab das wieder erinnert. Sehr cool. Oha! Ich hab den Würfel. Ich sehe ihn. Aber ich denke, gucken wir uns trotzdem eben den Rest hier noch an, oder? Magier sind ja schon wieder weg. Das ist eine Elite. Na, ja, ein bisschen fallen lassen. Ist aber schon echt cool designt, finde ich. Also ich habe keine Essenz mehr. Das ist halt eben nicht so wie damals. Das ist halt halt irgendwie Blattwerk. Das ist wirklich alles 3D-Modelle. Also wenn man die Möglichkeit hätte, man könnte wirklich eben halt direkt reinzoomen und sich frei bewegen. Aber ich glaube, wir haben alles entdeckt. Dann mal wieder zurück. Das sieht man doch ganz leicht. Nein, haben wir nicht. Fehlt da noch was? Oh ja, da. Die können aber echt ganz schön. Anfangen.
Weil, wie gesagt, man ist ja noch relativ früh im Spiel. Das heißt, also die Level gehen jetzt auch noch relativ flott voran. Mal kurz gucken. Hier nach oben. Ja, dann hauen wir rein, das Würfelchen. Oha! Ich brauche mehr Essenz. Oh, was macht der da? Was macht der da? Selber beleben, oder? Hab ihn alle gemacht. Ja, das ist natürlich total schön, aber ja, supi. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hin muss, um das Loot einzusammeln. Aber hast du sehr cool gemacht. Okay. Da war ich nämlich gerade, ich habe so ungünstig gestanden. Ich habe gerade wirklich nur Packungen gekriegt. Konnte ich nicht vorher holen, das war das Problem. Ja, ich muss jetzt sowieso gleich erstmal, das wird mich natürlich erstmal ein bisschen ohne. Oh, scheiße. Ja, ich werde hier gerade. Einmal. Och, komm. Ja, ja, das ist es, ne? Wenn man dann erstmal angefrackt ist. Oh, mal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Er ist auch ganz schön am Japsen irgendwie gewesen gerade. Das ist natürlich kacke jetzt. Vielleicht erstmal direkt mal beim Schmied erstmal reparieren gehen. Das ist nämlich das Problem, wenn nämlich meine Shelly so nicht dafür. Weil ich natürlich voll auf das Geld habe. Der hat mir ja gerade so übel gerade dann alles weggeräumt. Also bei mir war es Müll. Ja, ich habe jetzt auch nur Schrott hier liegen gehabt. Also das war jetzt nichts Atemberaubendes hier. War eben eine Stadt, oder? Ja, man kann ja hier direkt im Dungeon ja einmal verlassen hier. Gehen wir zu Fuß zurück, dann kann man nämlich auch ein bisschen... Ich muss mit meinem Zeug loswerden. Ja, das muss ich auch. Du musst dich so reparieren. Ich weiß, dass ich mich reparieren muss. Ja, meine Rüstung, nicht mich. Müll. Müll. Was haben wir da denn? Ein für Druide habe ich hier was. Ein Steinchen.
auch Schrott. Und hier ist natürlich ein World Event. Ah, schauen wir mal so eine Karawane. Ich gehe jetzt mal einfach das Risiko mal ein, weil hier ist gerade ein anderer Spieler. Ohne euch hätte ich Ach, das cool. nicht getan. Oh mein Gott, ich habe ein oranges Schwert. Das hat sich gelohnt. Grüße. Das Speer hat sich gelohnt. Überlebender sagt, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Oh, was habe ich da denn gekriegt? Schnelle Dämonenklinge. Zweihandschwert. Und eine Zweihandsense. Das ist zwar ein Zweihänder, aber... ist ja schnell. Oh mein Gott, das Ding ist ja geil. Ich muss meine Stadt... meine Rüstung mal eben wieder fit machen. Oder hau ich nämlich gleich dann auch erstmal eben kurz ein Steinchen rein. Da kann ich euch nämlich dann auch so ein bisschen zur Mechanik was zeigen. So, als allererstes gehe ich jetzt erstmal meinen ganzen Schrott mal eben raushauen. Da gehe ich hier zum Schmied. So, und da kann man ihn nämlich direkt... alles, was man als Ramsch markiert hat, direkt auf einen Schlag geben. Die Schmiede ist heiß, falls etwas bricht. So. Dann muss ich mir hier eben halt entsprechend das Steinchen, was ich hier benutzt habe, wieder rausnehmen. Da gibt es nämlich jetzt hier so eine Trulla, die holt einen den ganzen Krams nämlich dann immer wieder raus. Man kann selber sockeln, aber man muss es eben wieder rausnehmen lassen. Gegen auch ein bisschen Gold. Kratia, die ihr seht. Na? So, und zwar muss ich jetzt einmal entsockeln. Und hole mir hier halt meinen Totenkopf wieder raus. So, und da hatte ich ja auch was reingepackt. Das hole ich auch raus. Das hat jetzt ein bisschen Geld gekostet. Hab aber jetzt das Zeug wiederbekommen. So, und mach dann eben halt plus 2 Leben beim Töten von dem Gegner. Und hau mir das mal in meine Klinge. So, dann gucke ich mal eben. Minus 168. Eieiei, das war schon eine Ansage. Den hier behalte ich. Den zerlege ich nicht. Druide. Den Dolch hier, den brauche ich nicht mehr. Das Zeug, das lagere ich mal eben alles ein. Weil man versucht dann doch eben halt immer sein Inventar eben halt so leer wie möglich zu halten. Damit man eben halt sich nachher nicht ärgert, wenn man was fallen lassen muss. So, alles einmal rübergepackt. Den hier bringe ich, tue ich auch mal rüber. Den kann ich ja vielleicht bei einem anderen Charakter oder sowas noch benutzen. Den auch. So, man kann auch eben halt, man sieht ja, da ist ja eine begrenzte Platzzahl, aber die kann man sich eben halt auch noch hochkaufen mit der Zeit. Kann man hier sehen. So, 100.000 kostet dann der Spaß und dann kann man sich nochmal 50 Plätze dazu holen. Aber ich sag mal so, man sortiert mit der Zeit ja auch natürlich aus. So, was haben wir denn hier? Das ist für Streitkolben. Hier steht benötigt Stufe 8, aber ich weiß nicht für welche Klasse. Hier haben wir Jäger. Jäger spiele ich erstmal nicht, dann kann ich die gleich eben mal verramschen. Ich bin mit meiner Skillung nicht gut. bei dir kommt gerade irgendwie ein Halt zustande. So, das Ding nehme ich auch mal wieder raus. So, sortiere ich einmal. Den hier brauche ich auch nicht mehr. So, eben erstmal wieder ein bisschen knapp halten und dass man dann eben halt im Prinzip nur wirklich die besten Ressourcen da drin behält. Hier kann man sich übrigens auch so ein bisschen anpassen. Oh, das Schwert sieht ja total geil aus. Alter, das ist mal cool. Das hat sich echt gelohnt. So, man kann auch eben halt hier auch die Farben wechseln, wenn man das möchte. Nehme ich mal eben ein paar passende Farben.
Ja, man kann auch wirklich den eben halt direkt auf... Das sieht doch viel cooler aus jetzt mit dem Schwert. So. Sieht doch mit dem Schwert ja eigentlich viel geiler aus jetzt. So. Dann muss ich meine Rüstung wieder reparieren, bevor ich das jetzt vergesse. Ach ja, irgendwie mache ich gar kein Geld gerade im Moment. Mit dem Entsockeln, das hat jetzt natürlich gerade wieder gekostet. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Ach, Moment. Kann ich ihm die Sachen auch so einfach jetzt verkaufen? Das kann ich nicht ausrüsten. Ach so, Moment. Machen wir es einfach so. Zack. Den behalte ich mal noch. Der kann weg, der kann weg. Das kann weg. Braucht ihr Schmiedekunst? So, da war auch tatsächlich ein Transmog mit bei. Das ist also auch wieder eben halt eine Anpassungsmöglichkeit. Und dann repariere ich mal einmal meine Ausrüstung. Ich bin wieder fit. Und da sehe ich ein Ausrufezeichen. Sehr schön. So, ich glaube, da kann die liebe Bea, glaube ich, nicht mit reinkommen. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt der nächste Teil ist von dem mit dieser Nonne, die ich vorhin mit dem Exorzismus da getroffen habe. Und ich gehe mal einmal hier kurz mal ans Glücksspiel unten, bevor ich da hingehe. Und weg ist. Der Vater doch. Möge euch Glück bringen. Oh, viel Möglichkeit habe ich gerade nicht. Dann probiere ich mal, was fehlt mir denn? Tunika. Nicht viel, Gutes. Was? Bis ach, zum schade. Nächsten Mal. Beide mal im Müll bekommen. So, hier kann man eben halt einen sogenannten Obolus kann man hier sammeln. Und die kann man dann eben halt hier einlösen. Es ist eben halt Zufall, ob man was Cooles bekommt. Das ist jetzt wirklich so Billo-Zeug, das kann ich wirklich tatsächlich einfach verkaufen. Kriege ich auch wenigstens wieder ein bisschen Gold. Habe ich sie schon markiert? Ja. Kommt wieder. Ah, okay, wenn ihr verkaufen etwas kann ich hier nicht. Dann können wir hier verkaufen. So. Bleibt wachsam. Jetzt will ich ein bisschen knete. So, dann gehe ich jetzt nämlich eben kurz zu meiner Nebenquest. Ja, danke dir ebenfalls. Danke fürs Reinschalten. Und dir dann eben halt auch noch einen schönen Abend. Danke fürs Reingucken. Ja. Oh, hier ist auch noch ein Dungeon, sehe ich. Ganz in der Nähe. So, ach, Moment. Irgendwas. Ich hatte doch dieses, dafür hat man das Dungeon ja gemacht. In der Sammlung, da haben wir es doch. Aspekt des Beschützers. Indem ihr vergessene Archive im zerplitterten Gipfel abschließt, ja. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich mir den verwerten kann. Da muss ich nämlich jetzt gleich nochmal gucken. Da gab es auch mal so ein Tutorial. Ich glaube, das war bei diesem Typi mit diesem Kringel. Beim Okkultisten, genau. So, ich glaube, da kann man sich einen Aspekt drauf packen. Das muss dann auch ein Klassenaspekt sein, ne? Den kannst du jetzt zum Beispiel nicht benehmen, den da. Den könntest du jetzt benutzen. Das ist wohl anscheinend ein allgemeiner. Der, den wir jetzt gerade geholt haben. Tatsächlich hast du wohl einen Totenbeschwörer-Aspekt. Den ich noch nicht habe. Ich mach mir das Leben mal eben ein bisschen leichter hier, so, zack. So, okay, dann also, man kann jetzt Gegenstände verzaubern. So, da würde ich jetzt natürlich dann einfach mal jetzt das coole Schwert mal nehmen, was ich hier habe. Da kann ich jetzt mein... Ah, okay, das geht zum Bis Beispiel zum nicht. Frühling. Das heißt, ich muss jetzt wirklich eben halt einen passiven Gegenstand nehmen. Ich kann auch extrahieren, okay. So, ja, ich muss gerade selber erstmal so... Also, Gegenstand. Wahrscheinlich kann ich auch einfach hier... Zum Beispiel jetzt meinen Beinschutz. Ah, es gehen anscheinend auch nur die. Dann mache ich einfach mal mein Amulett. So.
Oh, nein. So. Da kann ich jetzt diesen Aspekt draufpacken. Wenn ihr einen Elite-Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere, die 10 Sekunden lang bis zu 270 Schaden absorbiert. So, den packe ich mir mal drauf. Alter! Kostet dann mal eben 6.800. Okay. Heieiei. So, und als Vorschau ist das Ding aber dann nachher orange. Und dann eben halt mit diesem Aspekt dann drauf. Lebet aber dann ist jetzt stufenmäßig noch nicht so hoch. Jetzt lasse ich das einfach mal, weil man einfach noch zu viel Zeug findet. Ich glaube, das ist einfach wirklich eher was fürs Endgame auch irgendwo. So, aber ich gucke mich hier mal um. So, da habe ich jetzt entsprechend hier nochmal ein Fragezeichen. Wie gesagt, ich versuche jetzt eben halt euch das Ganze wirklich so spoilerfrei wie möglich zu halten. So, es ist schön, euch wiederzusehen, Schwester. Ihr kommt zur rechten Zeit, mein Freund. Quera hier ist davon überzeugt, dass ihr Mann von einem Dämon besessen ist. Das ist er. Er verschwindet stundenlang und kehrt mit blutigen Händen zurück. Er sagt, er kann sich an nichts erinnern, aber er hat mir Angst gemacht. Also habe ich ihn im Keller gefesselt, um Hilfe zu holen. Und ihr bekommt Hilfe. Öfter. Kommt, zeigt uns, wo er ist. Die Tür ist beschädigt. Warte draußen, Quera. Nur um sicher zu gehen. Also gut. Unheilvoller Keller. Zeigen sich bereits Dämonen? Ich sehe ihren Mann nicht. Was war das? Oh. Vera, was passiert? Vasek, mein Ehemann. Er versteckte sich oben. Er rannte hinaus. Schnell, bevor er noch andere verletzt. Seid ihr wohl auf? Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich werde es überleben. Geht! So, also irgendwo hier im Gebiet treibt er sich jetzt gerade rum. Ivo, schreck mich an. Bleib bei mir. Ein Dämon! Eine blutgetränkte Schreckensgestalt! Oha! Vater, beschütz mich! Was war das für ein grässliches Ding? Da! Verdammt! Er ist in die Kanalisation geflohen! Oha! So, ich muss in die Kanalisation. Wartet! Ja, während jetzt Bea oben gerade eine andere Sidequest macht. Das ist auch das Schöne, obwohl man zusammen eben halt in der Gruppe ist, kann man eben halt, kann jeder so sein eigenes Ding durchziehen. Außer man möchte jetzt eben halt zusammen Hauptquests oder so spielen, um in der Story voranzukommen. Das finde ich aber wirklich sehr cool. Es hat wirklich viel Freiheit gegeben. Das mag ich. Mir ist so kalt. Wo seid ihr, Vasek? Ich hab einen Altar gefunden. Hm?
geht mal unter der Stadt hier nochmal klatschen. Weil wenn ich mir überlege, die Kampagne von Diablo 3, die war ja auch schon verdammt lang. Wenn man sich dann überlegt, wie groß dann eben halt auch die Karte im Teil deiner Gegner ist, obwohl man wirklich so wenig erst gesehen hat. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass es mindestens die Aufgabe geben muss. Oha. Eben halt dann auch die Steine kann man qualitativ natürlich dann auch mit der Zeit immer weiter steigern, was aber und eben halt auch Ressourcen, weil sich das eben halt dann eben halt stackt, also es potenziert sich. Das heißt also zum Beispiel, um nächste Stufe Diamant zu kriegen, braucht man noch mal 3 Rohdiamanten. Davon haben wir jetzt, braucht man von der nächsten Stufe halt dann auch noch mal so mal 5 oder so. Und das potenziert sich dann halt immer noch. Hält dann natürlich dementsprechend dann natürlich das auch nicht an. Eben halt die ganzen hochwertigen Sachen. Das heißt, ich muss irgendwo noch einen Bereich haben, wo ich noch nicht war. Gucken wir mal. Okay, da ist ja noch was zu entdecken. Oha! Wie gesagt, also ich bin im Prinzip von der Story jetzt eben halt noch nicht wirklich weit gegangen, um jetzt eben halt dann eben nicht zu spoilern. Und vieles hiervon ist für mich dann ebenfalls neu. Ich habe natürlich in der Beta ja auch schon gespielt und ein paar Sachen, wie gesagt, diese Nebenquests hatte ich zum Beispiel auch schon schon gespielt, aber zum Beispiel hier hatte ich so lange einen gar nicht mehr. Kann auch sein, dass hier ein Hintergrund vielleicht da weiter ist. Ein Säbel, goldener. Okay, oh, muss der Typ sich doch umtreiben. Das gibt's doch gar nicht. Ach Gott. Oh, wäre ich noch weitergekommen. Echt, Toni. Und ich laufe natürlich. Alter, die Lüge, jetzt erstmal die ganze Karte zurück. Bald gibt es auch wieder einen Levelaufstieg. So, okay. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da, okay. Da tut sich doch was. Da stimmt doch gerade was. Verschwindet! Bleibt fort! Nein! Wir werden euch nicht aufgeben. Ja, also ihr könnt selber natürlich auch gerne Eindrücke oder sonst was raushauen. Wer ist in der Nähe?
Oder wenn ihr zum Gameplay Fragen habt. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, das ist jetzt gerade. Das sieht schon so bossig aus hier. Vorsicht! Das ist eine heikle Situation. Was jetzt? Wie zuvor. Nehmt meinen Kelch und stellt ihn so nah wie möglich an ihn heran. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Vasek, bleibt ganz ruhig. Sagt ihr die Litaneien mit mir auf? Nein! Nein! Bleib fort! Alles wird gut. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Aufhören! Bitte! Es schmerzt! Möge das Licht die Dunkelheit füllen. Nein! Nein! Etwas stimmt nicht. Was? Erblicket die zerschmetterten Überreste dieses armen Wichts und beklagt euren eigenen Niedergang. Genießt euren bedeutungslosen Sieg, solange ihr noch könnt. Sieht aber nicht so zufrieden aus hier. Vasek, ich habe euch im Stich gelassen. Tut mir so leid. Wir müssen hier raus. Dockelst du jetzt hinterher oder was machst du da? Ah, okay, das finde ich gut. Man muss jetzt nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Man kann jetzt einfach wirklich hier direkt raus. Ihr seid verletzt. Geht es gut? Ich brauche nur ein warmes Feuer und etwas Ruhe. Danke. So schlecht es auch gelaufen ist, ohne euch wäre es viel schlimmer gekommen. Irgendwie muss ich die richtigen Worte finden, um Quera von ihrem Mann zu berichten. Passt auf euch auf, Kind. Oh, der geht's mal gar nicht so gut. So, ich habe jetzt wieder ein bisschen Ansehen gewonnen für das Gebiet hier. Und nochmal eine Kiste mit Ressourcen bekommen. So, aber mal gucken. Okay, da habe ich das Ding. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Weg. Ruinenstab, okay. Und Elixier habe ich bekommen. Blitzwiderstand. Nehmt einfach das Brot, sturer Narr. Es war kostenlos. Ich brauche keine Almosen von diesen Bastarden aus der Kathedrale. So, da ist. Ich sehe auch hier gerade ist noch so ein Dungeon. Weil die liebe Bea sehe ich gerade, ist nämlich noch total hart beschäftigt. Die macht gerade da nämlich eben gerade so eine eigene dicke Mission. So, und ich gucke mich mal eben um. Und ich schaue mich hier mal kurz um. Ist hier jetzt gerade noch was an Nebenquests? Nö. Ich glaube, dann schnappe ich mir dieses kleine Dungeon hier vorne mal. Eben mal mein Zeug verkaufen. Also auch da ist jetzt, glaube ich, nichts bei, was ich jetzt für Transmog brauche. Beziehungsweise, ich kann ja zum Schmied gehen. Er zeigt mir dann ja an. So, da sehe ich, das ist hier noch ein Transmog. Nehmt ruhig was übrig. Jetzt kann ich hier nämlich direkt aussortieren. Was mir jetzt nur noch ein Transmog bringt, dann bringt es mir jetzt eben halt nur zu zerlegen. Und verkauf nochmal.
Ich nehm's. Kann ich einmal neu sortieren? Oder kann auch weg. So. Okay, das ist anscheinend ein Bereich, den ich noch nicht aufgedeckt hatte. Auf der Karte sehe ich nämlich noch nicht. Und ich sehe gerade, ich will mal eben kurz gucken, ob ich mir eine Belohnung holen kann. So, ach, das dauert noch ein bisschen. 195 von 400 Punkten. Nur es lohnt sich dann halt, weil man dann eben halt zum Beispiel mehr Tränke mitnehmen kann oder Fähigkeiten bekommt, Punkt bekommt oder so. So, dann hole ich mir mal eben so einen Mini-Dungeon hier. Sabina Versteck, okay. Okay, ich habe irgendwas getriggert hier. Wir kamen hier, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun, ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Macht euch bereit! Wir kommen nur hier raus, wenn wir kämpfen. Das ist wohl eine Story-Quest irgendwie hier. War eigentlich nicht mein Plan, weil ich eigentlich keine Leute gehört habe. Nehmt dies, mein Freund. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, es hilft. Hier, etwas für eure Mühen. Hat ihr mal eben eine Schatztruhe in den Taschen? Na, was haben wir denn da? Ein Schwertschild, Handschuhe und Obolusse waren dabei. Sehr schön. War anscheinend doch kein Story-Gedöns. Sah erst so aus. Oh, was haben wir denn da? Also, auf jeden Fall schon mal einen besseren Beinschuss. Ist zwar in Blau, aber das ist jetzt erstmal natürlich noch relativ irrelevant. So, den vergleiche ich mal. So, was haben wir da? Bringt mir jetzt nicht so viel, aber den kann ich anlegen. Ja, bei dem bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen hin und her gerissen. Das hat jetzt natürlich
So, 7%. Naja, für die 4 sind hier einfach die Stats einfach so gut. Also für 4 Rüstungspunkte lohnt es sich nicht, die Stats aufzugeben, weil die nämlich die Rüstung, die ich jetzt anhabe, eben halt meinen Begleiter nämlich mehr Lebensenergie gibt. Ach, und ich kann noch leveln. Was? Ich will nicht sterben. So, dann mal kurz gucken hier. Ah, ein Punkt noch. Dann habe ich diesen neuen Skillbereich dann offen. Ich glaube, ich werde meinen Speer noch mal einmal verbessern. So, jetzt kann ich nämlich schon mal zumindest gucken, was jetzt mein nächster Bereich ist, den ich jetzt offen habe. Und dann kann man nämlich anfangen, nachher quer zu skillen, wie man hier sieht. Ultimative Fähigkeiten. Die Ultis, das ist geil. Da ist dann auch schon entsprechend Golem-Beherrschung auch schon mit drin. Knochensturm auch sehr cool. Das Opfern von sowohl Skelettkriegern als auch Skelettmagiern erhöht ihre Opferboni um 20%. Das ist natürlich schon sehr cool. So, dann gucke ich mal bei meinen Magiern. Kälte wird mir natürlich nicht zu bringen. Schattenmager beherrschen Kräfte aus dem Jenseits, die moderate Schattenschaden verursachen. Okay. Einfach mal Neugier. Na, nehme ich das mal. Kälte, was ist da? Ja, Kältemagie ist jetzt eher irrelevant. Ja, probiere ich die mal so. Das ist das eben halt das Schöne, man kann ständig hin und her wechseln. Habe ich hier Verteidiger? Könnte ich auch mal testen. Fall doch um. Probieren wir es mal. Oder hier gibt es halt Plänkler. Schwertragende Skelettdiener, die 30% mehr Schaden verursachen, aber 15% weniger Leben haben. So, da habe ich aber auch tatsächlich eine Aufwertung, dass ich einen mehr auferstehen lassen kann. Ich probiere es einfach mal. Das ist jetzt schön, alles mal durchtesten hier. Bin ich zwar ohne Begleiter unterwegs, aber nu. Wenn ich dann offensiv die Magier habe und ich jetzt so Verteidiger habe, ich glaube, das könnte vielleicht gar nicht so dumm. Kombi ist geiler. Eieiei, ist der schnell umgefallen. Gott, wie viele Leute hier langlaufen? Hallo. So, dann mal gucken, was kann ich denn jetzt hier noch Schönes verbrechen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schnell dahin. Ein Goblin. Bleib stehen. Oh, bleib stehen. Kleiner Arsch. Kein Problem.
nein, jetzt bin ich gestorben. Och nö. Ach nö. Weil ich mich jetzt die ganze Zeit nämlich natürlich jetzt auf den Goblin konzentriert hatte. Was ist das? Essenz mehr. Naja, zumindest einen gelben Knopf habe ich noch gekriegt. Ich habe zwar nicht ganz platt gekriegt, aber nicht ganz leer. Ja, man vergisst halt auch einfach, dass man heilt. Ich bin aus Teil 3 eben halt noch so gewohnt gewesen, dass ich selber heile. Ich eben halt schon so eine Art Energiesaugen lang gehabt. Und dann spielt man halt Ich bin auch der Meinung, dass der Necro ein bisschen genervt wurde. Also der war ja wieder stärker. Wir wollen es Armin auch nicht zu leicht machen, ne? Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Entzieht Gegner am Blut. Das hier mal ausprobieren, sonst. Fertigkeitenzuweisung. Mach ich den mal auf A. Ach komm schon. Ich habe kaum noch Essenz. Okay, das ist noch so eine. Gut, das bringt mir nichts. Ich muss erstmal irgendwo hin, wo ich. Das ist aber ganz schön reingehauen. Level 16. Muss ich erstmal hier. Jetzt zurückwechseln. Ich muss mich auf jeden Fall im Skillbau noch umgucken. Komm gleich wieder. Erzeugt Essenz. Ja, hier ist Schadensreduktion. Ja, man muss sich wirklich noch so ein bisschen einfinden. So, hier ist Essenzerhöhung. Hier die Truhe. Ja, abwarten. Ich denke mal, es war einfach zu viele Gegner, die gerade auf mich dann. Weil das war ja gerade übelstes Gewusel. Plus 22 Dorn. Plus
alle Werte. Okay, das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Oh, und da habe ich eine Herausforderung freigeschaltet, weil ich jetzt überall was Goldenes drin habe. Mindestens. So, dann gehe ich jetzt erstmal in die Stadt. Ich war doch gerade hier. Bibi. Ich muss verkaufen. Ein bisschen Inventar leer machen. Und da sehe ich, da habe ich auch schon wieder... Oh, okay. Zeigt keiner an Kostet, das habe ich eine alte Gemälde. Also anscheinend habe ich da vorhin irgendwas aufgehoben, was eine Sidequest getriggert hat bei mir. Oh, da habe ich ein Stück zu laufen. Aber hier vorne ist ein World Event. Gehe ich mal eben hier zurück. Truhe. Oh, was haben wir denn schon? Ja, mit, das kann man ja noch verkaufen. So, was haben wir da? Standhalten. So, was haben wir denn hier? Seid vorsichtig! Haltet sie auf! Oha! Sehr schön. Und Bär hat gerade eine Herausforderung geschafft. Oh, ein sockelbarer Ring.
das muss ich auch noch rausfinden, wie man hier einzelne Ringe irgendwie auswählen kann, weil hier stehen immer zwei direkt. So, bessere Schuhe. Ich habe einen Edelstein bekommen. Oh, sehr cool. Dann sockel ich. Hä? Hab ich den? Hab ich den jetzt gesockelt? Ich denke. Ich weiß es nicht. Wenn es da jetzt drin ist? Nee, der kannst du jetzt sockeln anscheinend. Doch, jetzt sockel. Musst du jetzt draufdrücken. Und da musst du ihn. Du hast aber noch keinen Gegenstand, in dem du sockeln kannst. So, da hab ich ihn auch gemacht. Alles. Das verstehe ich hier auch noch nicht so ganz, wie das mit den meine Quest ist Ringen hier irgendwie gemacht ist. Meine Sidequest ist hier. Ah, okay. Also die letzte vor meiner Sidequest. Ah, hier kann ich. Ah, okay. Hier kann ich den Slot wechseln. So geht das. Okay, dann hat man das nämlich jetzt auch mal raus. Wo kommst du zu mir? Ja, mach ich mal eben. Halt, stopp. Dann muss ich erst mal gucken, wo du bist. Da um die Ecke. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Naja, also... Oh, ich kann bist du denn? Bist du im Dungeon oder wo bist du? Das ist ein Dungeon, glaube ich, aber das ist eine Quest. Lichtwatt? Kann das sein? In der war ich nämlich vorhin. Ich muss kurz in die Stadt unten. Ja, ich muss aber eben etwas definitiv kurz in die Stadt. Sidequest. So, dann gucke ich jetzt erstmal eben hier halt beim Schmied, ob ich hier jetzt noch Transmog-Geschichten habe. So. Das wird einmal wieder verwirrt. Das. So. Und den Rest kann ich nämlich dann wieder verkaufen. Etwas für die Kälte und Dunkelheit. Ja, das kann ja auch weg. So. Steine, die ich dabei habe, die packe ich eben kurz in meine Kiste. Und Sidequest mache ich jetzt nicht, dann werde ich Beakos mal eben einmal helfen. Warte, ich muss nicht umhören. So. Ich setze mich auf den Stuhl so lange. So, wird ein bisschen gechillt. Okay, Bea ist anscheinend unterwegs zu ihrem Dungeon. Reisen nicht verfügbar, steht hier.
Ja, wahrscheinlich, weil du gerade genau in diesem Moment gerade... Jetzt kann ich ihr beitreten. Und zwar hatte ich gerade gesehen, dass sie nämlich da gerade noch in dem Ladebildschirm war. So. Jetzt weiß ich nicht, wo sie hingeflitzt ist. Ach, da, wo die Leiche ist. Falsch? Das ist definitiv falsch. Mir fehlt ein Step. Das spielt ja gerade eine Frage. Ja, ich mach gerade große Macht hier. Großes, Böses. Was, wo? Hier. Ich liebe solche Richtungsangaben, das ist immer herrlich. Okay. Ach, das ist doch ein Verteidigung. Leute, die sind echt schon echt derbe gesucht, die da haben. Also, ein bisschen schlafen. Sense mehr. Level auf, sehr schön. Ja, da war jetzt natürlich das Thema. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ja, cool. Ja, ich denke mal, viel Zeug werde ich jetzt gleich schon direkt wieder wegschmeißen können. Ja, guck, direkt mal, ja, 41 plus, verdammt. Da muss ich also den Sockel noch wieder rausnehmen. Ja, da tue ich mal ein bisschen Leben mit drauf. Mm-mm.
Ja, dann werde ich jetzt gleich mal eben wieder zu Bea hüpfen. Oh, ich glaube, das haltet gerade schon wieder so ein bisschen. Doppelt gerade schon wieder ein bisschen. Bist du da jetzt im Dungeon? Ich muss ja hier gerade einmal eben leveln. So, da mache ich nämlich auch direkt schon mal jetzt schon mal in weiser Voraussicht. Das sind natürlich auch coole Sachen hier. Blutfertigkeiten. Bei weniger als 50% Leben erhaltet ihr 10% mehr Heilung aus allen Quellen. Klingt jetzt natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Na, probiere ich mal aus. Erstmal nur gucken, wo Bea sich jetzt hier rumtreibt. Ah, da ist er. So, also es gibt hier Wachleute. Zwei Stück, die sich hier rumtreiben. So, und es gibt hier eben halt drei Tagebücher, die gefunden werden müssen. Zum Glück ist das Dungeon hier jetzt auch gar nicht so groß. Verschlossen. Da brauchen wir erstmal einen Schlüssel für. Schon mal weg. Ich lag natürlich voll rein. Ah!
können auf jeden Fall jetzt die Augen offen halten, wo die Bücher sein könnten. Wir brauchen jetzt ja eben halt den Schlüssel. Die ersten beiden Bücher musst du ja schon gehabt haben. Und dann bist du wahrscheinlich, Richtig, dann hast du nämlich dann jetzt im Prinzip verballert, wo der Schlüssel ist. Und, hast das mittlere Tor nicht aufgemacht. Einmal hier rüber. Wenn der Schlüssel jetzt hier nirgendwo gewesen ist. Irgendwo muss der Schlüssel ja sein, das gibt's ja nicht. Das war ja fast einmal, einmal runtergelaufen. Den Schlüssel natürlich selbstverständlicherweise nicht sehen, was ja nicht meine Mission ist gerade. So, da liegt jetzt meine liebe Lea, die jetzt ihren Schlüssel gelassen hat. Ich hab ihn noch gar nicht gehabt. Irgendwo muss er ja hier sein. Ach, da hinten fehlt auch noch ein Raum, sehe ich gerade am Ende. Möglicherweise droppt er ja hier gleich irgendwo. Guck mal, ist ja noch viel auszudecken.
Vielleicht dieser Wächter? Ja, ich bin jetzt gerade hier. Ah, oh, hier geht's noch ein Stückchen weiter. Hier war ich jedenfalls noch nicht. Warum sich von mir ernährt? Meine Seele. Hier, die wandernde Seele. Bitte. Entreißt sie ihnen. Lasst es enden. Bist du noch nicht bereit? Jetzt alle Räume, also da musst du jetzt tatsächlich jetzt erstmal gucken, wo du deinen Schlüssel gelassen hast. Komplette Dungeon durchgelatscht. Nein, kommen wir nicht. Nee, da kommen wir nicht. Da kommen wir ja nicht rein. Ich hatte keinen Schlüssel, das ist es ja. Es gibt hier einen Schlüssel. Es gibt hier einen Schlüssel, den du wohl übersehen haben musst. Weil das dritte Tagebuch ist nämlich in dem Bereich, in dem wir nicht reinkommen. Da kann ich dir leider auch nicht helfen, weil ich ihn nicht sehe. Damit ich jetzt mal kurz in die Stadt zurück und meine Sidequest mal machen. Weil würde ich nämlich für heute, nämlich für den Stream, dann nämlich dann auch mal zum Ende kommen. Ich denke mal, ihr habt jetzt auf jeden Fall fürs Spiel schon mal so ein bisschen Gefühl. In der nächsten Woche würde ich dann auf jeden Fall auch nochmal streamen. Alleine schon deswegen, weil ich denke, dass man dann vielleicht auch ein gewisses Level erreicht hat und ich kann auch ein bisschen mehr zur Story sagen, natürlich ohne zu spoilern. Hab dann vielleicht auch schon Reitpferd, neue Gebiete entdeckt und auch kann dann auch zum Pass natürlich dann auch was erzählen. Das heißt, hello Dragonstorm, yo natürlich Nico, auf jeden Fall, schön, dass du da bist. Ja, ich hatte den Teil 3 auf den Nico gespielt, war ich am besten. Ich helfe jetzt gerade meiner Holden hier mit dem Dungeon und die hat es jetzt irgendwie geschafft, während man sich hier durchgewudelt hat, einen Schlüssel zu verkacken. Und ich kann ihn ja natürlich nicht sehen, weil ich ihre Quest ja nicht mache. Und einfach nur so ein bisschen zur Unterstützung hier reingegangen bin. Und, ja. Das heißt, ich, mach mich mal eben vom Age. Oh, da ist er doch. Da ist er jetzt einfach mal bei mir gespawnt. Hier ist er. Das heißt, ich muss ihn wohl irgendwo eingesammelt haben. Weil ich hoffe, ohne es zu bemerken. Ja, anscheinend. Sehr schön. Aber zumindest habe ich jetzt beim Wegspringen guter Fall gelassen. Das hat schon nicht schön gedacht. Voll gut. Ja, ja, aber da habe ich jetzt sogar ein Achievement gekriegt. Gepeinigte Seele.
Dann hat sich's doch gelohnt. Ja, viele Grüße soll ich bestellen. Und, ja, der Dragonstorm macht dann eben halt Jäger und Jasmin eben halt, dann wohl Zauberer. Ja, ich finde trotzdem, ich habe den Bild trotzdem jetzt gar nicht schlecht. Ich, wie gesagt, ich mudel mich da jetzt einfach mal so durch. Ich habe jetzt tatsächlich auch, ich habe auch noch so in der Hand auch noch einen Zauberer. Vor allen Dingen, es ist eben halt noch sehr früh, ne? Also ich bin jetzt bei Level 24. Ich denke mal, das wird sowieso erst interessanter, wenn nachher der Golem da ist. Und die richtigen Golem kommen. Ich komme hier eigentlich sehr gut. Ich bin halt generell halt. Also diese Aktion hier, das ist so. Ich bin noch nicht bereit. Warte, wenn ich jetzt hier so. Ja, danke schön ebenfalls. Ja, da hast du ja natürlich noch einiges vor dir, ne? Also wenn ihr jetzt auf Stufe 6 seid, da habt ihr ja noch. Ja, Lito. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, hier ist noch das letzte Tage. Ich bin noch nicht bereit. Frank, mach mir Spaß. Zeug man ja so unterwegs liegen lassen hat gerade. Wenn man hier dann tief durchgezogen hat. Geh mal kurz in die Stadt, ich komm gleich wieder. Mhm. Ach, ich darf hier dann aufräumen. Ja, ja, ich darf steigen. Legendäre Extrahierung aus, freigeschaltet. Okay. Was dann auch eben halt ist. Ja, auch mal gucken, was ist deine legendäre Extrahierung?
Ja, ich muss jetzt gerade selber auch tatsächlich jetzt, jetzt gleich auch, mir den Golem freischalten. Da soll ich auch noch mal hier hin. Ah, okay. Ja, den Akt hatte ich auch schon gespielt. Ich habe jetzt, wie gesagt, um das Ganze spoilerfrei zu halten, will ich jetzt wirklich gerade nur Armee-Mission machen. Das probiere ich mal aus. Weil ich jetzt natürlich ungern das orange Ding ablege. Wo rennst du jetzt eigentlich hin? Du musst das Buch doch noch haben. Ich such das Buch, das ist da aber nicht. Weil das war ja jetzt hier im Prinzip ja der Endraum. Ist hier, das Buch. Hast es endlich. Weil dann mache ich nämlich jetzt gleich meine Sidequest. Weil ich schon meinen Golem habe. Schon längst. Ja, dann kannst du doch abschließen, oder nicht? Ich doch gerade, ich gehe doch gerade dahin. Sehr schön. Dann gehe ich nämlich jetzt raus.
Verkauf meinen überschüssigen Krempels und werde ich erstmal die Sidequest machen, um einen Golem zu bekommen. Das streame ich auch noch. Ihr da, ich muss euch sprechen. Ja, die Sidequest mache ich jetzt erstmal nicht. Dann schaue ich jetzt erstmal, was ich hier loswerden muss. Das hier werde ich definitiv nicht wegpacken. Oh, da habe ich auch schon wieder eine neue Rüstung. Kann ich doch mit Sicherheit auch schon wieder ein Steinchen reinpacken. Ja. Ja, das muss ich nachher mal entsockeln. Kann weg. Nicht mehr. So, und dann schaue ich jetzt erstmal beim Schmied eben, was ich für Transmog erstmal nur zerlege. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? So, da gucken wir mal. Also. Das hier weg. Da ist ja ein Stein noch drin. Da muss ich jetzt den Stein rausholen. So, hier kann ich erstmal den Ramsch verkaufen. Möge der Vater euch schützen. Jetzt muss ich eben schauen, dass ich mir meine Steine wiederhole. Würde zwar interessieren, ob es das Pony-Level hier gibt. Keine Ahnung. Oder Kuh-Level oder was auch immer. Kostet natürlich jetzt wieder einen Haufen Kohle. 3800, ey, boah. Aber fürs Transmog halt muss ich jetzt eben halt dieses Schwert auch zerlegen, weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt ein schwaches Schwert von Level 20 oder sowas ewig mit mir rumschleppe. Auch wenn es orange ist, aber bringt es mir ja nichts. Kann ich lieber einen Transmog machen. Und mir die Ressourcen davon rausziehen. Ließ sich gut zerlegen. Belohnung auch bekommen. So, egal was ich jetzt eben halt in der Hand habe, ich habe eben halt trotzdem dann eben halt die Möglichkeit, hier mir trotzdem eben halt die Skin drauf zu packen. Die sieht ja mal abgefahren aus. Eieiei. Da schon mal ein paar coole Sachen dabei. Oh ja, da habe ich auch schon mal ganz massiv jetzt schon wieder mit Stiefeln reinhauen können mit 9. Ja. Bin ich ja jetzt neugierig, was ich denn eventuell jetzt schon wieder freigeschaltet habe. Oh, das sieht aber abgefahren aus. Alter. Oh, das gefällt mir auch. Da, dann nehme ich mal das hier. Das finde ich halt das Coole an dieser Transportfunktion. Man kann eben halt selber dann eben halt sich festlegen, wie das Ganze aussehen soll. Die hier gefallen mir auch. Lohnt sich aber erst zum Endgame hin. Natürlich, das ist keine Frage. Nur was man eben so als Möglichkeiten schon hat, warum nicht mitnehmen, ne? Außerdem Transmog ist die ganze Zeit über. Das heißt, es ist egal, was du sammelst, es wird das Aussehen übernommen. Man kann eben halt immer wieder dann selber wechseln. So. Na, guck ich mal, habe ich denn schon irgendwie einen coolen Helm? Nö, dann lasse ich den, der ist. Guck mal.
Das hat auch schon was. So. Okay, dann werde ich jetzt nämlich entsprechend jetzt zum Schrein von Ratmar gehen. Das habe ich mir jetzt hier aktiviert. Ruf der Unterwelt. Wo muss ich denn hin? Door is it. Ach, das kann ich so weit weg. Ich kann glücklicherweise hier von Menestad schon hinreisen. Lass die Zeitquest hier jetzt einfach mal liegen. Und ja, hoffe mal, dass jetzt eben halt der Golem noch ein bisschen was rockt. Ich hatte jetzt zwar halt noch Nebenmissionen offen, auch vorhin ja noch, aber jetzt möchte ich erstmal natürlich das Upgrade haben. Oha! Zeit. Ah, okay, das ist der Knochenwirbel. Auch sehr cool. Der gefällt mir auch wohl. Die Tochter des Hasses fordert Blut. Lilith wird erfreut sein. Ja, habe ich leider nicht geschafft jetzt. Na, Zeit. Aber kann man hier jetzt, ich sag mal so, man geht nicht ganz leer aus. So, mal gucken. Habe ich neue Stiefelchen? Schrott. Schrott. Ah, da bin ich auch schon in die richtige Richtung hier unterwegs. Muss ich jetzt nachher erstmal gucken, dass ich dann auch in den Golem mir entsprechend passend hinlege. Und dann auch mal zu gucken, welche ich meine bisherigen Fähigkeiten dann dafür opfere. Kann ich noch verkaufen. Na, frostige Mine. Die nehme ich nochmal eben mit. Scheint ja jetzt wirklich nur ein ganz kleines Dungeon zu sein, weil mit diesem, sag mal, kleinen Symbol, wenn das da drin ist, das sind meistens immer relativ kleine Gebiete. Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen, doch nun, ich kann meine Freunde nicht hier lassen, nicht so. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Wir kommen nur hier raus, wenn ich kämpfe. Ach.
Zeit. Nimm dies, mein Freund. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, es hilft. Hier, etwas für eure Mühen. Schmeißen sie alle was? Das habt ihr euch verdient. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Das hat sich ja wohl gelohnt. Jetzt wird's ungemütlich, glaube ich. Schrott. Oh, da habe ich wieder eine neue Rüstung, eine bessere. Was haben wir denn da? So, in einer Rüstung 1% Schadensreduktion. In einer Rüstung mit zusätzlichem Leben. Komm, hauen wir mal rein. Oh, jetzt mal einmal hier neu sortieren. Prozent weniger Schaden durch Gegner in der Nähe. 1,5 Verringerung der Dauer von Kontrollbeeinträchtigung. 14% Widerstand gegen Schatten. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ja, ich denke, ich lasse erstmal alles so. Ich kann ja entsprechend beim Schmied dann ja immer noch wieder bei Transmog und so weiter dann ja aussortieren. So. Dann geht's mal jetzt direkt weiter. Beten. Ich habe auf euch gewartet. Wer seid ihr? Ein Lehrer. Und zwar einer, der sein ganzes Leben der Bewahrung von Ratmas Lehren gewidmet hat. Unserem ersten und größten Totenbeschwörer. Ich habe gehört, wie die Geister von euch flüstern. Sie sagen, ihr wärt ein wahrer Freund des Todes und der Schatten und seiner größten Lehren würdig. Ratma erkannte, dass der Tod einen Wandel darstellt, kein Ende. Er sah in allen Dingen das Potenzial, sich zu verwandeln. Ob nun in einen Knochenhaufen mit kaum einem Fünkchen verbliebener Lebenskraft oder in einer Wagenladung voll Roheisen aus der toten Erde. Aus Ratmas Theorien entstanden die Golems. Es wird Zeit, dass ich euch in dieses letzte Geheimnis einweihe und in die Ränge der Priesterschaft Ratmas aufnehme. Ihr müsst ungebrochene Knochen sammeln, um den Körper eures Golems zu formen. Danach werde ich euch weiter unterweisen. Na, da muss ich mal so machen, oder? Ha!
wie viele brauche ich denn davon? 12 Stück. Ja, da muss ich jetzt wohl wahrscheinlich ein bisschen hin und her latschen. Und auf Spawns hoffen. Das geht ja jetzt gerade relativ gut. Sollte ausreichen. Ihr benötigt die Essenz des Lebens. Einen Geist, um euren Golem zu verwandeln. Okay, jetzt brauche ich einen Geist. Nicht weit von hier liegt ein abscheuliches Artefakt verborgen. Es dient dazu, verlorene Seelen einzufangen und ihnen Magie abzusagen. Befreit diese Seelen. Dann helfen sie euch vielleicht im Gegenzug. Okay, ich soll also jetzt Seelen befreien mit einem Artefakt, das mir eventuell helfen, um eben halt den Golem zu bekommen. Ich latschen muss. Wo ist das denn ganz? Huiuiuiui. So ein Stückchen. Ich aber mal hier lang, weil da war ich noch nicht. Das ist ja vielleicht ein kleiner Ort oder so. Bist du umgehauen? Und so viele. Das Problem, das hatte ich, vorhin gehabt, als ich das mit dem Goblin hatte. Hast aber ordentlich gelevelt, hast ja gut aufgeholt. Bringt mir nichts, wenn ich sterbe. So, hier treffe ich jetzt gerade schon wieder die Neugier. Benötigt ihr Hilfe? Ach, eine verlorene Seele. So dunkel und kalt. Bitte bleibt. Großvater hätte mich nach Hause bringen sollen.
Ihr habt mich allein gelassen. Nochmal Blumenblut. Hoffen wir, dass es sich gelohnt hat. Die Stiefel auf jeden Fall schon mal. Hauptsache, der Begleiter, der steht da rum und macht gar nichts. Oh, jetzt teste ich gerade mal. So hätte ich 393 und bin natürlich dann wieder schneller hier als mit der Sense. Eben halt in Kombination mit dem Buch und kann eben halt Verlangsamung nutzen. Das kann ich entsprechend hier schon mal wieder eben aussortieren, was ich jetzt nicht mehr brauche. Minus 1 hätte ich jetzt halt noch einen Stein drauf packen können. Ja. Und dann mache ich mich jetzt mal weiter auf die Socken in Richtung von meinem Ziel. Aber es hat sich ja gelohnt, hier lang zu latschen. Tatsächlich bevorzuge ich nämlich dann eher nämlich eigentlich immer schnellere Waffen. Deswegen hatte ich jetzt gerade auch mal gewechselt. So, hier ist schon wieder irgendwie ein Kellerchen. Hüt. Oh, mal da. Bin ja jetzt auch schon kurz vor meinem Ziel, also dementsprechend kann man das hier immer noch schön mal eben mitnehmen. Das ist aber tatsächlich auch wirklich das, was einen im Game wirklich so hängt, pappen lässt. Das ist nämlich so, dass auf dem Weg so vorhin. Ach ja, guck mal nochmal eben rein. Zack, hat man schwere Quest oder so. Sie haben sich von mir ernährt. So noch was? Meine Seele. Bitte. Entreißt sie ihnen. Ach, das ja, die Mission hatte ich schon gemacht, ja. Oh. Nur als ich die da gerade macht. Die Mission hatte ich tatsächlich schon gemacht, das ist halt best. Also nicht auf Meisterschaft. Bitte. Bringen wir mal was Neues. Werden wir halt nochmal.
Was habe ich denn da Schönes bekommen? Hat sich aber trotzdem gelohnt. Dann brauche ich die hier definitiv nicht mehr. Und da, auch da ist schon wieder eine Sockelmöglichkeit. So, Innerwaffe 7% Schaden für ultimative Fähigkeiten. Hier Innerwaffe plus 2 beim Töten eines Gegners. Sehr schön. Mal direkt da rein. Das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier reinzuhüpfen. So, das höre ich immer noch. Ach, Scheiße! Die wollten es aber jetzt gerade auch mal so richtig. Okay. Jetzt muss ich direkt einen Dungeon machen. So, was haben wir da denn? Auch nochmal wieder eine Steigerung. So, auch da kann man jetzt nochmal wieder was reinpacken. Weiß ich, wofür man so viel Gold braucht. Ja, da kommt schon echt was zusammen. So, ich werde nämlich jetzt auch, bevor ich hier in die Höhle gehe, werde ich jetzt auch einmal kurz in die Stadt gehen. Eben das ganze Zeug mal eben loswerden. Ihr da, ich muss euch sprechen. Ja, jetzt gucke ich natürlich erstmal wieder beim Schmied, was davon jetzt Transmog-Funktionen hat. So, und der Rest ist nämlich jetzt entsprechend wieder. Kommt Zeug, wieder, was ich noch weiterverwenden kann. Braucht. Und den Stein natürlich wieder entsockeln und den Rest verkaufen. Ach, jetzt bin ich auch wahrscheinlich direkt komplett falsch gelaufen wieder. Jetzt wieder zurückbekommen. So, den werde ich jetzt 253, 216. Ich glaube, den brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Steinchen mal gleich wieder oben in die Kiste packen. Weil gerade wenn man jetzt eben halt so eine längere Quest wieder hat, oder beziehungsweise ein längeres Dungeon, habe ich das Inventar natürlich wieder leer. Lieber leer. Okay, da ist nichts mehr. Oh, das brauche ich auch nicht mehr. Möge der Vater euch schützen. So, dass man erstmal wieder ein bisschen Geld erstmal auch macht. Die restlichen Steinchen mal wieder weg. Da kann ich mir dann lieber für Geld dann eben halt mal nochmal die Gelegenheit dann nehmen und entsprechend nochmal upgraden dann. Oh, das ist ganz cool, das lasse ich mal drin. Und hier machen wir mal. Kannst du mir nicht beitreten, ne? Nee, das geht nicht. Was hast du denn für ein Problem? Ist er doch. Ja, weil das Problem ist nämlich, dann ist mein Portal weg, wo ich jetzt direkt schon vor der Dingen stehe.
vor meiner Höhle, die ich jetzt für einen Golem brauche. Du schaffst das. So, ich soll jetzt das Seelengefäß öffnen. Das sieht ja cool aus mit dem Eis. Moment, das bewegt sich? Bewegt sich das hier drunter? Oh, mit den Schatten, die fallen, schon cool. Okay. Das darf mir also nicht so gerne helfen, du bist auch fies. Gleich der lieben Mia noch mal eben helfen. Wir sind bereit. Sprecht mir nach. Geister, ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns, auf dass wir das Gleichgewicht schützen. Geister, ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns, auf dass wir das Gleichgewicht schützen. Ich dreh durch. Da passiert was. Golems. Yay. Frage, wie ich ihn rufe. So, jetzt kann ich auch schon mal wieder einmal eine Fähigkeit jetzt dazu packen. So, da mache ich auch gleich mal schon mal eben direkt Damage für den Golem. So, dann gucke ich mal, wo kann ich denn jetzt Golem rufen? Da ist er. So, dann gucke ich jetzt nochmal eben kurz, dass ich der Bär jetzt helfen kann. Dafür muss ich jetzt einmal in die Stadt reisen. Und dann hin zu ihr. Yeah.
Bitte schön. Dankeschön. Die ganzen Giftfall liegt da rum. Neues Amulett. Dann wieder plus 40. Jetzt muss ich natürlich gleich wieder, natürlich wieder Geld ausgeben. Selbstverständlich muss ich gleich wieder Geld ausgeben. Tja, für mich geht es erstmal wieder ab zurück in die Stadt. Und dann würde ich nämlich auch für heute bei diesem Stream dann so langsam mal ein Ende kommen. Haben wir ja entsprechend jetzt mal so knappe 3 Stündchen. Entsprechend hier jetzt mal so ein bisschen Einblick zum Spiel. Ich muss euch sprechen. So, wie ich bereits sagte, also wie gesagt, ich habe jetzt das Ganze jetzt ganz bewusst so ein bisschen vage gehalten, was Quests und so weiter angeht. Jetzt wirklich eben Sidequests B ein bisschen geholfen und so weiter und so fort. Aber eben halt, zumindest eben das mit dem Golem wollte ich jetzt eben halt selber auch eben halt unbedingt gemacht haben. Und wie gesagt, also ich werde euch nächste Woche auf jeden Fall dann entsprechend auch nochmal so ein bisschen Infos zukommen lassen, wie es eben halt so ein bisschen im Endgame aussieht, wie das Ganze eben halt mit dem Pass sich dann eben halt hier noch entwickelt. Ich biete nur das Beste an. Schatten und zwar, wenn dann eben halt jetzt, ich sag mal, entsprechend der Release der Standardversion dann entsprechend ansteht. Ich denke, dass sich da natürlich dann auch, ich sag mal, in der Open World und so weiter hier vielleicht auch noch einiges verändern wird. Man muss halt gucken, ob es dann voller wird oder wie das Ganze serverstrukturmäßig dann eben halt aufbauen. Bin ich tatsächlich selber auch dann mal sehr gespannt. Oh, ich löse kurz nochmal mein Scheuch hier auf. Oh, da ist nichts dabei, was ich behalten müsste. Ich nehme das weg. Halte ich mal einfach mal pro forma. So. Ja, ein bisschen Zeug zurück. So. Stelle ich mich hier nochmal hin. Weiß ja nicht, ob die liebe Bea auch nochmal zum Verabschieden auch nochmal kurz hier mal einmal supportet. Ja, rennt an mir vorbei. Rennt einfach an mir vorbei. Da ist sie. So. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Im Prinzip wollte ich noch mal eben hier ein bisschen Winke-Winke machen. Oh, Moment, mein kurz hier. Der geht nicht. Ah doch, hier, ein Tschüss kann man machen. Wiedersehen. Ach, Cake. Auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, nächste Woche gibt es auf jeden Fall noch mal einen Stream hier vom Game. Ich denke mal, da wird man ja ein gewisses Level natürlich schon erreicht haben und auch natürlich einiges an Endgame-Content und auch Story-Content natürlich dann gesehen haben. Ich werde das auch natürlich dann wieder auch versuchen, soweit dann spoilerfrei zu halten und würde sagen, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, und natürlich noch ganz zum Schluss, last but not least, wie man so schön sagt, ganz herzlichen Dank an Activision Blizzard für die nette Unterstützung. Und ja, dann bis nächste Woche. Bis denn. Ciao. Ciao, ciao.